Wenn sich junge Leute irgendwo zusammentreffen und sich gegenseitig mit kleinen Kameras filmen, kann das nur eins heissen. Es findet gerade ein YouTuber-Treffen statt. So auch am letzten Mittwoch im Zürcher Hauptbahnhof. Der Veranstalter Roy Rosenfeld hat zum YouTuber-Weihnachtstreffen geladen. Ja, ich dachte mir, ich mache ein YouTuber-Treffen in Zürich, um die YouTuber-Community in Zürich zu stärken und zu sehen und eine kleine YouTuber-Community aufzubauen. Dadurch, dass man eine YouTube-Community dann sehen kann, Leute kennenlernen kann und dann gemeinsam was drehen kann, Projekte planen kann, um die Community stärker aufzubauen. Wie lange bist du selbst schon bei YouTube aktiv und was machst du auf YouTube? Ich bin seit 2 Jahren auf YouTube aktiv und mache auf YouTube Vlogs und zeige Leute, wenn ich jetzt unterwegs bin in verschiedenen Städten, zum Beispiel jetzt mal Zürich, dann drehe ich einen kleinen Vlog dazu, zeige denen ein bisschen und von so einem Treffen. Und auf YouTube aktiv circa 2 Jahren und seit 1 Jahr auf meinem eigenen Kanal. An das Treffen ist unter anderem auch Steffi Noir gekommen. Sie macht Weblogs und Let's Plays. So einen Weblog schauen wir uns mal an. War auch irgendwie kalt und nass und meiner war's. Und das ist etwas, was mich irgendwie immer so dazu einlädt, sich zurückzuziehen und es sich mega gemütlich zu machen. Und deshalb dachte ich so, hey, ich zeige euch doch jetzt Ende November, was ich in diesem Monat irgendwie besonders gefeiert habe oder besonders gerne angewandt habe und ja, was mich halt durch den November begleitet hat. Ja, viel Spaß! Leute, kein kalter, verregneter, hässlicher November ohne einen großen, herbstigen Kuschelschal. Und das ist eigentlich mehr so ein Riesentuch und er ist aber... Sie erzählt uns gerade selber, wieso sie auf YouTube ist. Ja, also ich habe ehrlich gesagt selber auch gar nicht gewusst, dass es das gibt, bis ich mal per Zufall darauf gestoßen bin. Ich eigentlich wollte dann mal einen Blog machen, das hat mich aber nicht so ganz überzeugt. Dann bin ich bei einem Game nicht weitergekommen, habe nach einer Lösung gesucht, dann bin ich auf ein Let's Play gestoßen und habe entdeckt, dass es das eben so gibt. Und dann gefunden, hey, der Blog hat dich nicht überzeugt, mach das, und du hast die Kamera, also los, probier es mal. Ja, kannst du deine Kreativität ausleben. Ja. Aber auch eine Newcomerin war am Treffen dabei, gewesen, der Schweizer Panda. Ihre Videos sehen unter anderem so aus. Von ihr haben wir wissen. Du bist auf YouTube. Wieso? Weil es mir mega Spass macht, Leute zu unterhalten. Und das ist mir ein Ausgleich zu meinem Job, den ich habe. Was hast denn du für einen Job, dass du einen Ausgleich brauchst? Landschaftsgärtnerin. Okay. Das ist der Zwini spannend. Du musst noch ein bisschen Videos machen. Was passiert in deinen Videos? In meinen Videos geht es um meine täglichen Erlebnisse. Ja, wenn ich an ein Open Air gehe, wenn ich mal auf Deutschland gehe, reise, einfach so halt, was mein Leben so mit sich bringt und ich das Gefühl habe, das finde ich jetzt cool, das wollte ich mit meinen Leuten teilen. Ja, ich habe also vor einer Zeit sind der Däner und so weitere YouTuber aus Köln halt da auf Zürich, weil sie einen Roadtrip gemacht haben. Und dort bin ich dann halt in seinem Video vorgekommen, in seinem 1 Million Abonnenten Special und habe so gefunden, mal jetzt muss ich glaube auch anfangen. Es sind zwar nicht viele gekommen, die Stimmung war aber trotzdem super gewesen. Die Treffen sind voll im Gange, wie läuft's? Eigentlich ganz gut, finde ich. Es sind bis jetzt nur 4 Leute gekommen, aber die Stimmung ist trotzdem wunderbar. Wie erklärst du dir das? Weil man sich unter YouTube versteht, man kann Spaß haben, man kann... Wunderbar, hier ein paar Leute kommen und macht Spaß. Ich hätte nicht gedacht, dass überhaupt welche kommen, eigentlich. Am Anfang, wo wir gestanden haben, da war ja auch niemand da. Zum Schluss sind noch Autogramme ausgetauscht worden und das Treffen auch schon vorbei gewesen.